Die Abfahrt heißt dieses Gemälde von Max Beckmann. Ein Boot mit einem König, einem Krieger und einer Mutter treibt auf dem weiten Ozean davon, während rechts und links in der Düsternis gefesselt und gefoltert wird. Vielfach wurde das Gemälde als eine düstere Prophezeiung des deutschen Schicksals gelesen. Die Nazis sind seit einem Jahr an der Macht. Auf der linken Tafel sieht man eine gefesselte Frau. Die Hände wurden abgehackt, die Beine auseinandergezerrt. Der Mund ist verbunden, damit niemand ihre Schreie hören muss. Neben ihr ein Mann in einem Fass. Ihm fehlen die Beine. Weiter unten kauert eine gefesselte Frau über einer Glaskugel. Hinter ihr steht der Scharfrichter mit dem erhobenen Beil. Doch beim genaueren Hinsehen bemerkt man, dass das Beil gar keines ist. Der Mann hält einen Kescher, in dem zwei Fische gefangen sind. Wer also Schuld an all der Qual auf diesem Bild trägt, ist nicht zu erkennen. Beckmann nennt diesen Teil des Gemäldes das Schloss. Wie in Kafkas Roman ist man hilflos einer anonymen Macht ausgeliefert. Auf der rechten Seite trägt eine Frau einen toten Mann mit sich herum. Hinter ihr steht ein blinder Liftboy, ebenfalls mit einem Fisch in der Hand. Diesmal könnte das ein Phallus-Symbol sein. Beckmann beschreibt diesen Teil wie folgt. Sie sehen sich selbst, wie sie versuchen, ihren Weg in der Dunkelheit zu finden. Als Teil ihres Selbst schleppen sie die Leiche ihrer Erinnerungen, ihrer Übeltaten und Misserfolge. Sie können sich nie von ihrer Vergangenheit befreien. Sie müssen diesen Leichnam tragen, während das Leben dazu die Trommel schlägt. Nun wissen wir also, wer der Schuldige auf der linken Tafel ist. Sie sind es. Sie, der Betrachter. Die Erlösung erfahren wir in der Bildmitte. Der König als Symbol der Zivilisation, der mystische Krieger und die Madonna mit ihrem Kind treiben auf dem Meer in die mythischen Weiten. Der König entlässt mit einer segnenden Geste die Fische ins Wasser. Sie dürfen leben und müssen nicht vertrocknen, wie im Schloss auf der linken Seite. Hinter dem Kind sehen wir versteckt einen Mann. Es ist Beckmann selbst, der das Kind betrachtet. Das Kind ist die Hoffnung. Es ist sein Kind, die Kunst. Sie darf nicht zu einer verschiebbaren Masse werden, wie das Stillleben auf dem Rollwagen im Schloss. Kunst ist die eigentliche Erlösung und der Künstler der Priester. Deswegen hat Beckmann die Form des Triptychons gewählt, die Form des Altarbildes. Die Menschen müssen erkennen, dass sie Gott sind, dass sie an sich glauben, für sich selbst Verantwortung übernehmen müssen. Was 1933 beginnt, ist das Gegenteil. Wenig später werden viele von Beckmanns Gemälden von den Nazis konfisziert. Er verlässt Deutschland. Für immer.